So, Freunde der Nacht, moin moin, die Pfeiler hier und willkommen zum neuen Video von mir auf meinem Kanal. Im heutigen Video wollen wir uns mal die wichtigsten Sachen anschauen, die mit Phase 5 quasi ins Spiel kommen werden. Wir werden uns neue Rezepte anschauen, neue Klassenbücher und einfach generell welche wichtigen Sachen quasi mit dem größten Content-Patch, den WoW Classic mehr oder weniger hat, quasi bekommen wird. Jede Phase hat im Schnitt, hat man so geschaut, ungefähr 77 Tage gedauert. Dementsprechend wäre meine Vermutung für das Release-Datum für Phase 5 Anfang Juli. Ja, das heißt, sind es noch so, ja, ein Monat und ein paar Tage, keine Ahnung, anderthalb Monate ungefähr von Phase 5 entfernt. Und es ist einfach eine unglaublich große Phase, die auf uns zukommt. Wir bekommen 29-Mann-Raid, 49-Mann-Raid. Also kommt einfach richtig viel Shit und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich mal wieder so ein Video, um euch einfach einen kleinen Überblick zu geben über die wichtigsten Dinge, die quasi mit der Phase kommen werden. Genau, so, ich würde sagen, wir fangen direkt mal, ich habe hier Atlas Loot aufgemacht, das könnt ihr bei euch quasi hier mit dem Addon auch einfach machen. Und da müsst ihr hier quasi auf Inis gehen und dann auf die Ruinen von Ankirai. Und dann könnt ihr hier unten auf Klassenbücher klicken und ihr seht hier schon, hier steht quasi überall eine 5 vor. Ja, dementsprechend der Inhalt hier wird quasi mit der 5. Phase kommen. Genau, also was hat es hier mit den Klassenbüchern auf sich? Ihr müsst euch vorstellen, ihr geht dann quasi am AQ20, ein neuer Raid im Süden von Villitus und dort können eben diese neuen Bücher droppen. Und wir schauen uns einfach mal an, was quasi hier die einzelnen Klassen bekommen können. Der Priester bekommt einen neuen Rang der großen Heilung. Er bekommt ein neues Gebet der Heilung und auch einen neuen Erneuerungsrang. Ich habe nicht so mega Ahnung von Heal-Klassen, ehrlich gesagt, aber hat für mich so auf den ersten Blick den Eindruck, dass der Priester hier auf jeden Fall relativ gute Upgrades im Heal bekommen wird, ja, was die Klassenbücher angeht. Ich bin mir da nicht so genau sicher, aber ich bin der Meinung, die anderen Heal-Klassen bekommen nicht so ganz die fetten Upgrades. Der Mage bekommt einen neuen Feuerballrang, das ist auf jeden Fall auch eine nice Geschichte für die Magier, weil die sowieso mit AQ 40 Feuer gehen. Es kommt einfach daher, dass Feuer eigentlich schon immer der bessere PvE-Spec für den Mage war, aber man in Molten Core und in BWL leider noch nicht Feuer gehen konnte, weil einfach die Mobs zu viel Feuerresi haben. Von daher, da werden sich die Magier auf jeden Fall drüber freuen, neuer Frostbolt auch und arkane Geschosse. Genau. Ja, Warlock bekommt einen neuen Shadowbolt Rank hier und Verderbnis auch und Feuerbrand. Genau, also Shadowbolt auf jeden Fall auch wichtig für die Warlocks im PvE, ja. Die nur eine Taste drücken, lull. Genau, auf jeden Fall auch ein kleines Upgrade hier für die Caster an der Stelle. Sehr schön für den Schurken hier, ja, ist auch interessant. Wir bekommen quasi einen neuen Meucheln-Rang, also Backstep, die Fähigkeit hier. Und da muss ich sagen, das ist natürlich schon ein kleines Upgrade wieder für den Dolch-Schurken, für den Dagger-Schurken. Auch von der Itemization her droppen zwei sehr, sehr starke Dolche, der Ankirai Pugyu und der Setun-Dagger, während der Schwertschurke von den Items her eigentlich nicht so gute Upgrades bekommt an der Stelle, also von den Waffen her. Genau, von daher, da können sich auf jeden Fall die Dagger-Schurken drauf freuen. Ja, finde neuer Rang, nicht unbedingt interessant. Und hier tödliches Gift auch nicht wirklich relevant, weil man es im PvE halt eben nicht verwendet. Genau, so, Druiden bekommen heilende Berührung, neuer Rang, Verjüngung und Sternenfeuer. Auf jeden Fall hier auch kleinere Heal-Upgrades. Ich weiß aber nicht, ob die so relevant sind für den Druiden. Dann haben wir hier der Jäger bekommt einen neuen Schlangenbiss, einen neuen Mehrfachschuss und einen neuen Aspekt des Falken. Da bin ich mir auch nicht so sicher, ob das so mega wichtig ist. Der Mehrfachschuss natürlich schon ganz gut im PvE, aber ob das so die kranken Upgrades sind an der Stelle hier, weiß ich auch nicht genau. Genau, Schamane bekommt auch eine neue Welle der Heilung und die Totems werden auch ein bisschen gebufft hier. Totem der Erdstärke und Totem der luftgleichen Anmut. Da weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt, wie es auf Vorderseite ist, ob die Schamanen quasi auch Totem-Twisting machen, also immer mit Windfury dann wieder ein Totem der Luft stellen für Agi und so weiter. Da weiß ich gar nicht, ob das überhaupt in Classic möglich ist oder nicht.
Wenn es möglich sein sollte, dann wäre es auf jeden Fall auch für die Melees ein leichtes Upgrade, wenn man eben mit dem Totem hier dann auch mehr Agi bekommt. Genau, Paladin bekommt einen neuen Segen der Weisheit, das ist auf jeden Fall nice, ja, da freut sich der Raid, da freuen sich die Healer. Und auch einen neuen Segen der Macht, das ist auch nicht schlecht, da freue ich mich auch mit dem Schurken. Natürlich bekommt man hier nochmal ein leichtes Upgrade. Und es wird wahrscheinlich auch ein stärkeres Upgrade sein für die Melee-Gruppen auf Ali-Seite im Vergleich zur Horde. Ich vermute, die Ali-Seite wird hier ein bisschen mehr von profitieren. Und natürlich hier auch ein neues Holy Light für den Paladin ist am Start. Genau, und wo wir eben schon für Gruppenbuffs quasi uns angeschaut haben, hier auch natürlich Krieger bekommen neuen Schlachtrufrang, auch eine nice Geschichte für die Melee-Gruppen. Also overall muss ich sagen, dann doch relativ gute Sachen hier auch für die Schurken, ja. Neuen Rang bekommen wir hier bei Backstab, neuen Segen der Macht der Paladine und neuen Schaut der Krieger, da können wir uns auf jeden Fall als Melee drüber freuen. Und die Tank-Krieger bekommen auch noch ein, zwei nützliche Sachen und machen quasi mehr Agro. Genau, das sind so die Bücher, ja, die ihr quasi in Akku 20 bekommen könnt. Ich weiß gar nicht, ob die bei den Bossen nur droppen oder beim Trash oder wie auch immer. Müsst ihr mal gucken. Auf jeden Fall wird der ganze Shit hier in der Inni droppen. Und da solltet ihr deswegen auch schon die Inni schon hardcore durchpumpen. Ja, selbst wenn ihr quasi schon Full BWL-Loot habt. Denn die Bücher hier, die werden sicherlich auch im AH angeboten werden. Allerdings werden die wahrscheinlich sehr teuer werden. Von daher gönnt euch auf jeden Fall Akku 20 mit der neuen Phase dann. So, jetzt werden wir mal wieder quasi einfach hier schön zurückfliegen, ja, damit wir hier weiter entspannt uns alles hier anschauen können. Und wir machen mal weiter. Und zwar mit den Akku 40 Verzauberungen. Da müssen wir hier gerade mal auf Ankirai klicken und dann auf die Verzauberung hier, genau. Ja, was haben wir hier für neue Verzauberungen? Und zwar bekommen wir einmal Frost Spell Damage auf die Hände. Da werden sich auf jeden Fall die Frostmagier drüber freuen. Ist natürlich ein bisschen blöde, weil die Magier alle Feuer gehen. Ist aber gar nicht so schlimm, denn ihr bekommt hier auch noch 20 Feuerschaden auf die Hände. Das werden sich wahrscheinlich dann die ganzen Magier auf ihre Hände enchanten mit Akku. Für die Schurken gibt es hier 15 Beweglichkeit auf Händen. Auch eine nice Geschichte, werden sich alle Melees enchanten, ja, lockere Geschichte, Krieger, Jäger und eben Schurke. Umhang Verstohlenheit ist nicht wirklich relevant, im PvP braucht man es nicht unbedingt. Weiß nicht, wer sich sowas hier verzaubern würde, vielleicht gibt es dafür so Stealth Ones oder so, dann kommt man noch ein bisschen leichter durch, Anwendungsgebiete irgendwie, aber ist nicht so relevant. Genauso wie Umhang Ausweichen, ich weiß nicht, ob der Tank hier sich den Enchant hier gönnen wird. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, die Tanks unter euch, macht ihr einen Dodge auf dem Umhang? Keine Ahnung. Und dann bekommen wir hier noch Handschuhe Heilkraft. Da werden sich die Healer drüber freuen. Nochmal 30 Spell Damage auf die Handschuhe auch. Und hier die Warlocks und Shadow Priester können sich über 20 Spell Damage auf die Hände freuen. Genau, das sind quasi die Enchants, die in Akku 40 droppen. Ja, also nicht in der 20 Mann-Inni, sondern in der 40-Mann-Inni. Und die Enchants werden wahrscheinlich am Anfang auch, wenn die gerade nicht in eurer Gilde sein sollten, die Leute, relativ teuer werden. Von daher versucht auf jeden Fall hier möglichst schnell mit eurer Gilde auch an diese Enchants ranzukommen, damit ihr die eben für die komplette Gilde machen könnt. Genau. So, wir machen weiter. Und zwar, es gibt noch einige andere interessante Dinge, die kommen. Und zwar kommt nämlich das Tier 0,5 Set in-game und da schauen wir uns gerade nur mal das vom Schurken an. Was hat es mit dem Tier 0,5 Set auf sich? Es ist quasi ein Set für Leute, die so ein bisschen später jetzt mit Classic anfangen, die später ins Spiel einsteigen. Das ist quasi so ein Aufhol-Set mehr oder weniger für Leute, die noch nicht so viel Gear haben. Es gibt so ein bisschen die Debatte, gerade beim Schurken-Set, wenn wir uns hier mal den 4er-Set-Boni anschauen, dass diese 25 Energie, die da wiederhergestellt werden, einfach sehr, sehr stark sind und eventuell, ja, es sogar Biss sein könnte, obwohl man schon T2 voll hat, sich diese 4 Teile zu holen. Das muss man mal genau gucken. Ich bin mir da noch gar nicht so sicher. Hab mir jetzt alles noch gar nicht so angeschaut. Ich vermute aber, meine Vermutung wird sein, wenn ihr Full BWL, Full T2 Loot am Start habt, dann werdet ihr auch mit dem Schurken das Set wahrscheinlich eher weniger brauchen. Aber hier könnt ihr mir auch gerne mal eure Kommentare nochmal unter das Video schreiben.
wie es bei eurer Klasse aussieht, ob sich das für andere Klassen mehr lohnt. Ich vermute, dass, wie gesagt, es nur Schurken holen werden, die nicht raiden gehen oder irgendwie einfach Bock drauf haben, die es so for fun farmen wollen. Das sieht ja ganz cool aus irgendwie. Und ja, für so kleine Sammler unter euch ist es vielleicht eine nette Nebenbeschäftigung, sich das Set zu holen. Dann machen wir weiter und zwar gehen wir mal zu den Rufbelohnungen der Sandala, der ZG-Ruffraktion so und wir fliegen ganz locker flockig einfach wieder zurück. Genau, so, wir gucken hier mal beim Stamm der Sandala, also quasi die Ruffraktion von Zul'Gurub. Bei Freundlich bekommt ihr hier endlich das hervorragende Mana-Öl. Da haben ja einige schon mit Phase 4 mit gerechnet, mehr oder weniger, sich drauf gefreut, waren dann ein wenig enttäuscht, dass erst mit Phase 5 kommt. Und genau, einfach eine sehr starke Geschichte für alle Healer unter euch. 25 mehr plus Heal könnt ihr auf eure Waffen machen und das wird auf jeden Fall eine sehr wichtige Geschichte für jeden Raid werden. Und auch hier hervorragendes Zauberöl für jeden Caster unter euch. Auch sehr nice Geschichte. 36 Spell Damage und ein Spellcrit, einfach unglaublich stark. Das solltet ihr auf jeden Fall dann auch auf eure Waffen drauf machen. Genau, freundlich und wohlwollend braucht ihr dafür. So, dann gehen wir weiter. Und zwar die Holzschlundfeste hier. Und zwar haben wir hier noch eine interessante Geschichte auf freundlich. Bekommt ihr hier nämlich jetzt den Enchant Zweihandwaffe Beweglichkeit. Das heißt, ihr könnt jetzt 25 Beweglichkeit auch auf eure Zweihandwaffen machen. Ich vermute, der Enchant wird wahrscheinlich nur für Jäger interessant werden. Ja, für Jäger, die unbedingt irgendwelche Stangenwaffen tragen wollen. Ich weiß, dass es in Aku eine sehr starke Stangenwaffe gibt und in Naxxramas auch. Aktuell ist ja eher die Meta, dass man sich zwei Einhandwaffen holt, die man dann beide mit jeweils 15 Agi enchanten kann. Weiß ich nicht, die Jäger, Tryhards unter euch, können mir gerne mal in den Kommentaren schreiben, wie es mit dem Enchant aussehen wird, ob es dann eine Kombi geben wird, wo man dann quasi auf Zweihand quasi Waffe geht. Also mit Ashkandi könnte ich mir vorstellen, im PvP auf jeden Fall. Geil, wenn man da dann auch noch 25 Beweglichkeit drauf machen kann mit dem Jäger. Genau, damit sind wir eigentlich auch schon durch, Freunde der Nacht. Ja, das waren so die wichtigsten Dinge, die ich euch heute mitgeben wollte mit der neuen Phase. Es gibt noch eine kleine Randnotiz an der Stelle. Viele fragen sich immer, das frage ich mir nämlich auch immer, ob mit Phase 5 auch die, wo haben wir es hier, der neue Rang Ausweiden kommt beim Schurken, ja. Leider nicht, Leute, leider nicht. Der neue Ausweiden-Rang kommt leider erst mit Phase 6, also mit der Scourge Invasion und so weiter. Und ja, der neue Ausweidenrang können wir uns leider noch nicht drauf freuen. Das fragen sich immer viele an der Stelle auch. Habt ihr die Antwort hier noch? Und genau. Ja, Freunde der Nacht, das war so mein Video zu den wichtigsten Dingen, die mit Phase 5 kommen werden. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Überblick geben. Es gibt wirklich noch unzählige andere Dinge, die auch noch kommen werden, aber neue Bosse und so weiter für die T0,5 Quest, aber das ist einfach, sind so Dinge, die finde ich, sind für die breite Masse einfach nicht relevant. Deswegen wollte ich euch hier wirklich heute nur die wichtigsten Tipps mitgeben. Genau, ich freue mich unglaublich auf die neue Phase auf Aku und bin mega gespannt, wie das alles werden wird mit Silithus, mit World PvP, mit dem Event. Ja, ob auf Lucifron die Server, die Tore nie aufgehen werden. Wir werden es erfahren, Leute. Ja, wir werden auf jeden Fall mit unserer Community-Gilde fleißig mithelfen. Genau. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr euch auf die Phase 5 freut und was so eure Vermutung ist, wann Phase 5 kommen wird. Ich, wie gesagt, vermute Anfang Juli wäre meine Vermutung. So erste Juliwoche, zweite Juliwoche, keine Ahnung. Das wäre so meine Vermutung. Und in dem Sinne würde ich sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Euer Defiler. Ciao, ciao.